Today, I'm glad to have Andrei Kostin. Heute freue ich mich, Andrei Kostin vorstellen zu dürfen. Er hat Informatik in Bukarest studiert und seinen Doktor erworben vor kurzem. Und er hat sich für Embedded Devices interessiert. Viele von euch haben ihn vielleicht schon mal nachgeguckt. Er ist der Autor des MyToolKit Toolkits. Er redet heute über Methoden, wie man Sicherheitsanalyse auf einer großen Skala bei Embedded Devices durchführen wird. Und jetzt bitte Applaus für ihn. Hello everybody. Hallo jeder. Willkommen bei meinem Vortrag und danke für die Einführung. Mein Name ist Andrei Kostin. Ich bin ein Doktor aus Frankreich. Ich will euch heute einen Kurzabriss meiner Doktorarbeit geben über die Firmware von Embedded Devices. Wir haben auch ein paar Demos. Das ist ein Kurzabriss über mich. Ich interessiere mich für Embedded Devices, unabhängig davon, wie sie aussehen, wo sie auftauchen, also RFID-Chips, Kreditkarten, Drucker, System, Kameras, Flugzeuge. Das sind alles Beispiele für Embedded Devices, die quasi in verschiedenen Gehäusen leben. Es sind halt eingebettet, daher sind sie ein bisschen anders als normale PCs und daher für mich interessant. Die sind heutzutage überall, die sind nicht neu und wir gewöhnen uns langsam drauf, wir benutzen sie jeden Tag. Wir sehen, dass Embedded Devices komplizierter, komplexer und auch intelligenter werden, weil wir einfach wollen, dass sie nützlichere Dinge für uns tun. Zum Beispiel, dass man auch einfach ein Skript drauflaufen lassen kann oder eine API aufrufen oder sogar wirklich richtig fortgeschrittene Software drauflaufen zu lassen, zum Beispiel beim Smart Grid. Und die vernetzen sich auch immer mehr und das ist halt auch das neue Buzzword. Diese extra Schicht an Komplexität, die wir da zufügen, die wir vorher nicht hatten und weil die vorher auch nicht vorgesehen war, dass man die vernetzt und immer kompliziertere Stacks und APIs macht es komplizierter, das wirklich die kompletten Implikationen für die Sicherheit des Systems zu verstehen. Und wir müssen einen systematischen Ansatz wählen, um das wirklich zu durchsteigen. Diese sind Embedded Devices, die ich hier zeige, egal davon, wie sie aussehen. Und die Software, die sie fahren, heißt Firmware, einfach aus historischen Gründen. Der Smart Meter, den ihr zu Hause habt, der Router zu Hause, die Festplatten im Rechner, die Netzwerkkarten, die alle haben Firmware, die sowas wie ein Mini-Betriebssystem darstellen für die Geräte. Es gibt jetzt schon Untersuchungen darüber. 2014 haben wir einen Teil des Internets angesehen, den beobachtbaren Teil, und da gab es wirklich hunderttausende Firmware-Pakete, die man runterladen konnte und die man auch entpacken und analysieren kann. Es ist wirklich möglich, dass es noch viele, viele tausende andere gibt, aber wir haben schon hunderttausende gefunden. Und dann ist auch diese interessante Schätzung, dass 2014 hätte es schon 14 Milliarden im Internet vernetzte Geräte gegeben haben müsste. Bei 2020 gehen wir davon aus, dass es zwischen 20 und 50 Milliarden vernetzte Internet of Things und auch Embedded Devices geben wird. Das bringt uns dahin, dass Embedded Devices quasi überall sind. Sie sind wichtig für unser tägliches Leben. Denkt zum Beispiel an Herzschrittmacher oder an ECUs. Die können viele Jahre arbeiten, zum Beispiel, wenn sie irgendwo in Beton sind, dann könnten sie jahrelang arbeiten müssen, ohne dass sie Updates bekommen. Sie haben eine große Angriffsfläche, weil diese Geräte
keine normale Maus-Tastatur-Eingang-Ausgangssysteme haben, keine Monitore. Deswegen brauchen sie eine Web-Oberfläche, Netzwerk-Schnittstellen und Debugging-Schnittstellen, damit sie leicht betrieben werden können. Es ist keine Neuigkeit, dass eingebettete Geräte unsicher sind. Diesen Trend kennen wir seit 2005 oder 2006, als immer mehr und immer häufiger Beispiele zutage kamen von unsicheren eingebetteten Geräten, zum Beispiel Routern oder Druckern, die unsicher sind, im großen Stil VIP-Telefone oder Autos. Die auch heute noch hackbar sind. Drohnen, Feuerwerke, Industriesysteme, und das kann weiter und weiter gehen, weil es einfach keine Obergrenze gibt für die Anwendung von eingebetteten Geräten. Und wir können uns die Forschung anschauen und sehen, dass jedes eingebettete Gerät irgendeine Schwachstelle hat. Aber was wir dabei beobachten, ist, dass die meiste Forschung von Hand gemacht wurde. Nicht nur von Hand, aber jegliche Forschung wurde individuell betrieben. Also man hat ein einzelnes Gerät genommen oder eine einzelne Firmware und sie analysiert von Anfang bis Ende. Und dabei muss man eine ganze Menge langweilige Arbeit machen, viele Handarbeit, viel Scripting. Und das skaliert einfach nicht. Wenn man wissen will, wie sicher oder unsicher 50 Milliarden verbundene Geräte sind oder Schwachstellen in hunderttausenden Firmware-Images haben will, dann brauchen wir Ansätze, die skalieren. Und das tun diese Ansätze von Hand einfach nicht. Ich würde euch eine ganz schnelle Übersicht geben, wie normalerweise Firmware von Hand analysiert wird. Und für viele von euch ist das wahrscheinlich nichts Neues. Aber die Idee ist, dass es ein Firmware-Paket gibt, das ladet ihr runter oder habt es auf einer CD oder einem USB-Stick und ihr zahlt hunderte Euro und kriegt es auf eine tolle SD-Karte, wenn es irgendwie ein SCADA-System ist. Dann entpackt ihr das oder entschlüsselt es, und wenn ihr es nicht könnt, dann ist das kein Problem, weil irgendjemand irgendwann den Schlüssel rausfinden wird und dann könnt ihr es dann machen. Dann gibt es verschiedene Schritte, zum Beispiel den CPU rausfinden, die Load-Adressen, und dann macht ihr eine statische Analyse über den Code und dynamische Analyse, und dann sucht ihr nach Mustern, zum Beispiel irgendwelche Strings oder Funktionsnamen oder Symbolnamen oder einfach nur Codeabschnitten. Und die Idee ist, dass man einfach Hintertüren oder Debug-Informationen oder UART-Konsolen oder solche Sachen findet. Das kann man statisch tun, aber das kann man auch dynamisch tun, aber das ist ein bisschen schwieriger. Und wenn ihr kein Gerät hattet, dann müsst ihr es kaufen. Manche machen es andersrum, die haben das Gerät, die dumpen die Firmware und dann fangen sie so an, als hätten wir mit der Firmware angefangen. Aber grundsätzlich, wenn man die meisten Geräte analysieren will, dann will man nicht einfach nur, nicht alle Geräte kaufen, nur um sie eventuell zu analysieren, sondern man will so billig wie möglich anfangen. Und das ist natürlich, indem man die Firmware kostenlos aus dem Internet bekommt. Und dann, wenn man Grund zu der Annahme hat, dass die Firmware unsicher ist, dann kauft man das Gerät und richtet das ein mit den ganzen Kabeln und der Netzwerkkonfiguration. Und zum Schluss, wenn man noch tiefer gehen muss, das ist zum Beispiel bei manchen Verwundbarkeiten so, dass man physisch daran gehen muss, dann muss man es auseinandernehmen. Es gibt also offensichtlich zwei Teile dieser manuellen Analyse. Und wir sehen, dass der Teil, in dem wir das Gerät kaufen und einrichten und auseinandernehmen, um an die UART-Konsole zu kommen oder direkt an den Mikroprozessor oder den Flash-Speicher, dieser Teil ist schwer zu automatisieren, weil man nicht
das Budget hat, so viele Geräte zu kaufen. Einfach nur auf den Verdacht, dass sie vielleicht unsicher sind. Und zweitens ist es nicht sehr einfach, diese ganzen Geräte gleichmäßig einzurichten. Es sei denn, man hat vielleicht einen wirklich klugen Roboter. Das haben wir vielleicht in ein paar Jahren. Und es ist auch nicht sehr einfach, die Geräte automatisch auseinanderzunehmen. Und dass man dann automatisch sich mit dem JTAG verbindet. Also es gibt Schritte, das zu tun, irgendwie mit beweglichen Teilen, die versuchen, an den UART zu kommen oder an JTAG, aber das ist immer noch hart, das ist immer noch schwierig. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der erste Teil ziemlich einfach zu automatisieren ist. Denn die Firma zu bekommen, das ist nichts anderes als einen Download-Link zu suchen und vielleicht noch sich einzuloggen, wenn man einen Benutzernamen und Passwort braucht, dann zu versuchen, es zu entpacken. Bei einfachen ZIPs kann man das brute-forcen. Und dann macht man ein paar Heuristiken und dann sucht man nach Sachen, die man für die Analyse optimieren will. Es gibt natürlich ein paar Fallen, aber das hier als Prozess kann automatisiert werden. Also von diesem Punkt an haben wir die Idee, eine Analyse im großen Stil zu haben, damit wir Firmware-Images besser klassifizieren und analysieren können, ohne dass wir die Geräte dafür haben müssen, weil wir die Geräte an sich nicht brauchen, weil die meisten mit einigermaßen akzeptablem Aufwand emuliert werden können. Es gibt ein paar Herausforderungen, zum Beispiel die große Anzahl der Geräte, die große Anzahl der Firmware-Dateien. Das sind Herausforderungen, die wir lösen müssen. Und das Internet of Things und eingebettete Geräte nutzen verschiedene Architekturen. Die bekanntesten sind ARM und MIPS und PowerPC, aber es gibt haufenweise andere Mikroprozessoren, von denen man nicht genau weiß, was sie sind und was sie tun, und nicht alle benutzen Linux, dann muss man rausfinden, was man mit dem Bytecode macht und so weiter. Und wir haben höchst unstrukturierte Firmware-Daten. Also auch wenn wir die aus dem Internet runterladen können, dann müssen wir trotzdem wissen, was was ist, weil wir ansonsten einen sehr ineffizienten Brute-Forcing-Prozess haben, und das können wir uns nicht erlauben, wenn wir so viele Daten haben. Und um diese Probleme zu lösen, schlagen wir einige Lösungen vor, zum Beispiel für die große Geräteanzahl wollen wir einfach Gerätanalyse vermeiden. Die große Anzahl der Firmware-Dateien, wir müssen viele Daten analysieren, okay, das heißt, wir brauchen skalierbare Architekturen. Weil diese Systeme sehr heterogen sind, brauchen wir eine Technik, die ausreichend generisch ist, die also nicht von der CPU-Architektur oder der Hardware-Architektur abhängt. Wir wollen so auf einer Zwischenebene sein oder Spezialtechnik haben. Dann gibt es einen Fokus auf Web- und Netzwerkoberflächen und APIs, weil alle diese Geräte diese Netzwerkschnittstellen und APIs haben. Und insbesondere haben sie eine Web-Oberfläche, damit man die Geräte aus der Ferne verwalten kann. Hoch unstrukturierte Firmware-Daten, dem kann man entgegenkommen, indem man mit Machine Learning die Firmware klassifiziert, und da zeige ich euch gleich ein paar Beispiele. Zuerst also die erste Herausforderung, also die Klassifizierung der Firmware und der Geräte. Warum ist das eine Herausforderung? Wir wissen auch wieder, dass es hunderttausende Firmware-Pakete gibt, und natürlich finde ich hier im Raum nicht viele Freiwillige, die das, die von Hand sortieren wollten. Deswegen schlagen wir Machine Learning vor. Und in unserem Fall nutzen wir Scikit-Learn, ein Python-Paket. Und die Idee hinter unserem Ansatz ist, wenn man Firmware-Dateien hat, dann sind diese Dateien spezifisch für ein Gerät. Und wenn es ein Gerät gibt, das eine bestimmte Anzahl an Megabyte für den Flash-Speicher hat,
dann wird die Firmware-Datei mehr oder weniger 16 Megabyte haben, wenn es ein komplettes Update ist. Also da können wir ein paar Sachen machen, zum Beispiel die Dateientropie oder die Strings in den Dateien, mit anhand der wir schätzen können, zu welchem Gerät die Firmware gehört. Und das sind die Eigenschaften, die wir benutzen, also die Dateigröße, die Entropie, wie dicht die Strings in der Datei sind, wie viele einzigartige Strings in der Datei sind. Und dann versuchen wir die als Features in dem Machine Learning Algorithmus zu benutzen. Und wir haben ein paar Sachen auseinandergenommen und herausgefunden, dass in unserem Fall der beste Ansatz der Random Forest war, mit Größenentropie und Strings und einzigartigen Strings. Ich weiß, das sprengt ein bisschen den Rahmen dieser Präsentation, aber das findet ihr in dem Forschungspaper, das ihr am Ende der Folien findet. Die Grundidee ist einfach, wenn wir ein anderes Feature haben, das nicht so gut ist, dann haben wir die Klassifizierung der Firmware und dann ist die Klassifizierung der Firmware nicht sehr genau. In unserem Fall haben wir mehr als 90% Genauigkeit erreicht. Das hilft uns also, weil wir einfach sagen können, aus dieser großen Anzahl an Firmware, die können wir in Häppchen sortieren. Also wir haben Firmware von Anbieter A, Anbieter B, Anbieter C und können dann spezifische Entpackungstechniken oder spezifische Angriffsversuche benutzen, weil wir wissen, zu welchem Anbieter die Firmware gehört. Okay. Die Idee ist jetzt, dass wir, ich gebe euch jetzt mal, die Demo werden wir euch am Ende der Präsentation zeigen. Die nächste Herausforderung ist, dass man die statische Analyse auch automatisieren will. Wenn man eine große Anzahl an verschiedenen Firmwares hat, dann muss man die Analyse so schnell und so automatisiert wie möglich durchführen. Am Anfang haben wir uns überlegt, wir nehmen jetzt diese Dateien für die hunderttausenden Firmwares und packen sie in eine Datenbank. Dann haben wir eine Entpack- und Analyse-Routine geschrieben. Man kann das irgendwie auf seiner eigenen Hardware laufen lassen oder zum Beispiel wirklich auch auf Amazon laufen lassen. Beliebige Anzahl an Knoten ist kein Problem. Und wir haben dann Binwalk verwendet oder dieses Binary Analysis Toolkit, um das zu entpacken und drüber zu laufen. Du kannst die kombinieren oder ihr könnt auch was Eigenes schreiben. Wenn ihr Glück habt, funktioniert es einfach so. Wenn nicht, dann müsst ihr eine eigene Entpackroutine dafür schreiben und ihr könnt es dann auf beliebig viele Knoten skalieren. Dann machen wir eine einfache statische Analyse. Zum Beispiel sammeln wir Default-Werte, Passwörter, ungewöhnliche Passwörter oder wir versuchen, ob da private Schlüssel für Zertifikate in der Firmware drin sind, die nicht drin sein sollten. Dann speichern wir das ab in einer Datenbank, über die wir Reporting laufen lassen. So, welche Analysen machen wir denn im Genauen? Wir suchen nach Webserver-Konfigurationen. Wir machen da keine statische Code-Analyse, weil es unser erster Versuch war und wir wussten nicht so genau, was wir erwarten können. Und wir waren nicht so sicher, wie die Betriebssysteme verteilt sind, welche CPUs sich da finden, was davon Open Source ist. Und wir hatten auch nicht die Software dafür, um das alles gleich abzufangen. Wir suchen nach Zugängen, ob die entweder schwach kodiert sind, ob es Defaults gibt. Dann suchen wir noch nach Hashes in der ETC-Passwort und schauen, dass wir das matchen und suchen Strings in der Firmware, die eventuell ein Eintrag im Hash sein kann in der ETC-Passwort. Dann suchen wir
nach Versionen von den Softwarepaketen, um herauszufinden, ob bestimmte Versionen, von denen wir wissen, dass sie bekannte Verwundbarkeiten haben, verwendet wurden. Aber wir wissen oft nicht, mit welchem Satz an Optionen die Bibliotheken kompiliert wurden oder ob sie noch gepatcht wurden vom Hersteller. Insofern reicht das alleine nicht, weil es ist nie klar, ob die Anfälligkeit immer noch drin ist, wenn es ausgeliefert wurde oder ob es einfach schon ausgebaut wurde vom Hersteller. Also es ist nie ein sicherer Treffer. Man muss immer noch nachschauen, ob es funktioniert. Wir haben auch Fuzzy Hashes verwendet, um das Ganze dann irgendwie zu aggregieren. Wir schauen auf die Gemeinsamkeiten von verschiedenen Dateien, also nicht 1:1 wie bei Crypto-Hashes, aber man kriegt schon eine Idee, ob eine gemeinsame Datei in mehreren verschiedenen Firmware-Paketen ist, und wenn da nur kleine Abänderungen sind zwischen den verschiedenen Dateien verschiedener Hersteller, dann kann man manchmal Anfälligkeiten finden, die mehrere Hersteller betreffen. Und als Beispiel möchte ich euch jetzt Wi-Fi-Firmware zeigen. Die Chips haben diese Firmware embedded und es hatte eine Verwundbarkeit, die bekannt war, die Cross-Site-Scripting betraf. Und wir wissen, dass diese eine Firmware anfällig dafür war. Dann haben wir Fuzzy-Hashing angewendet. Dann sehen wir, dass es einige andere, 1, Firmware 2, 3 und 4 gibt, die ähnliche Dateien hatten, und die haben wir dann versucht zu korrelieren mittels dem Fuzzy-Hashing. Und wenn dann eine bestimmte Datei eben anfällig war für Cross-Site-Scripting oder Remote-Code-Injection, dann war es möglich, dass die anderen ähnlichen Firmwares auch anfällig dafür waren. Also hier Firmware 2 und 4, und die haben wir dann auch überprüft, ob die auch anfällig dafür waren. Manchmal hat man einfach den Fall, dass die mehrere als einer von den Herstellern mit dem gleichen Bug betroffen sind, weil sie einfach das von einem Hersteller im Hintergrund kaufen und dann nur noch ihr Label drüber packen. Was wir gefunden haben, was relativ interessant war, war, dass es HTTPS private Schlüssel für die Zertifikate gab. Dann haben wir uns gedacht, mein Gott, muss ja noch nicht ein Problem sein, wahrscheinlich erzeugen die einfach neu beim ersten Boot. Und dann haben wir in der Datenbank geguckt und beim Hersteller A dieses bestimmte Zertifikat gefunden, dass es ihm gehört und dass er auch noch eine Anfälligkeit hatten. Dann haben wir das über CMAP nachgeschaut und haben festgestellt, dass sie denselben Key verwendet haben. Dann haben wir die Fingerabdrücke dieses IPv4-Adresse haben wir dann in einer Datenbank im Internet nachgeguckt und haben das festgestellt, dass es auch bei einem Hersteller B gefunden wurden, die auch das für die HTTPS-Verschlüsselung benutzen. Und die Schlussfolgerung ist, dass höchstwahrscheinlich beide Anbieter von der gleichen Anfälligkeit betroffen sind. Das heißt, immer wenn man einen Exploit findet, den bei A funktioniert, kann man den wahrscheinlich auch bei Hersteller B anwenden. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Das ist jetzt dieses konkrete Beispiel. Es ist eine SysTV-Kamera. Das ist dieses konkrete SSL-Zertifikat wurde geknackt. Wenn man jetzt so eine Situation hat, wo dasselbe Gerät von mehreren Herstellern verkauft wird unter verschiedenen Namen, und das sieht man nicht, wenn man
Wenn man das nicht als großes Ganzes betrachtet, dann findet man einfach nicht, dass das dasselbe ist und denkt dann, schaut dann immer nur auf sein konkretes Beispiel und denkt, dass das geknackt werden kann, aber man verpasst die anderen. Okay, wir haben uns jetzt dieses Britcom-Gerät nochmal angeschaut und man sieht, wir haben die Firmware emuliert. Once we have Vendor A, let's say Britcom firmware, and we can. Also sobald wir die Firmware von Britcom A, von dem Hersteller haben und die analysiert haben, dann können wir unter Umständen auch automatisierte Exploits dafür finden, die dann wahrscheinlich auch bei Hersteller B funktionieren. Das ist jetzt ein automatisiertes emuliertes System, das die Firmware von diesem System-Hersteller laufen lässt. Und wir schauen uns jetzt konkret ihre Webinterface an. Wir können jetzt auch dynamische Analyse darauf machen und nicht einfach nur SSL-Zertifikate automatisiert anschauen. Und wir sehen, dass ihr Webinterface relativ schlecht funktioniert und wir haben auch schon den ersten Bug gefunden. Das ist jetzt das Interessante, dann können wir jetzt Pentesting-Tools wie Arachne oder W3F oder was auch immer für kommerzielle Tools ihr präferiert darauf laufen lassen. Könnt ihr jetzt versuchen, Remote Code Injections und Remote Command Injections auszuführen, was auch immer irgendwie was hergibt hier. In diesem speziellen Fall, bei diesen Britcom-Kameras, haben wir ein Zertifikat gefunden, bei dem wir eine Anfälligkeit gefunden haben, die relativ wichtig war. Und wir haben das dann mit zwei anderen Herstellern korreliert, sodass wir gleich 35.000 Geräten im Internet gefunden haben, die verwendet waren. Und wir haben insgesamt sogar 109 RSA-Schlüssel gefunden, mit denen HTTPS-Zertifikate aufgebaut wurden. Als erstes Ergebnis dieser relativ einfachen statischen Analyse, die wir durchgeführt haben, haben wir 38 neue Schwächen gefunden, Backdoors, Passwörter, die hinterlegt waren. Und wir haben das zugeordnet zu 693 Firmware-Images für verschiedene Geräte. Die letzte große Herausforderung, die wir hatten, ist die automatisierte dynamische Analyse. Was ich euch gerade gezeigt habe, die emulierte Firmware der Britcom-Geräte. Man hat am Ende relativ viele von den entpackten Firmware-Dateien rumliegen und dann muss man irgendwie Selektionskriterien auswählen, mit denen man da durchsieht. Man muss dann das Webinterface in der Regel hochfahren, weil das das Erste ist, was irgendwie im Internet hängt, sobald man das irgendwie ins Internet hängt. Und das ist üblicherweise das, was man sich ansehen will, um das Gerät aus der Ferne fernsteuern zu können. Und wenn es sich mit der Cloud verbindet, dann kann man sich da reinhängen. Wenn man jetzt einen Haufen Firmware entpackt, dann wisst ihr schon, wie viel man da rumliegen hat am Schluss. Es sind jedes Mal tausende Dateien und da kriegt man am Ende irgendwie einen Haufen falsch positive Treffer, Mülldateien, einfach weil der Entpacker irgendwie beim Brute-Forcen zu sehr übertrieben hat oder weil einfach leicht andere Settings nötig gewesen wären. So wie bei JFFS2, da muss man aufpassen, ob man zum Beispiel Big Endian oder Little Endian verwendet oder vielleicht haben sie auch einfach einen Bug, die Entpacker. Da braucht man ein paar Heuristiken, um
dass die, um herauszufinden, dass diese falsch positiven Treffer eigentlich gar nicht da sind. Sonst wird es mit der Emulation hinterher schwierig. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie man das skalieren kann. Es ist ein bisschen langsamer, weil man ja Emulation machen muss auf einem relativ langsamen Emulator. Und dann muss man ja auch noch so Pen-Testing-Tools oder Fuzzer als dynamische Analyse-Tools ausführen. Und wenn wir diese dynamische Analyse dann ausführen, benutzen wir dafür QEMU und wir sammeln die Resultate für Machine Learning. Aber das manchmal steckt das fehlen, vielleicht gab es ein Problem im Kernel oder es fehlten uns Module. Und das passiert ganz schön oft, weil nicht alle Firmware-Pakete vollständig sind. Die meisten Firmware-Updates sind nur Teil-Updates. Meistens bekommt man einfach nur ein Diff oder die betroffenen Dateien. Die Hersteller schicken dir nicht jedes Mal das komplette Dateisystem. Und deswegen musst du wissen, warum die Emulation oder die Analyse fehlschlägt. Aber das Schwierige ist jetzt, wie emuliert man heterogene Architektur so, dass es skaliert? Oder wie macht man das überhaupt? Ich meine, wenn man das von Hand macht, dann macht das Spaß, aber nach einem halben Tag nicht mehr so sehr. Und wir müssen einen Emulator aussuchen. Es gibt viele Optionen dafür. Der ideale Emulator den gibt es einfach nicht. Ein idealer Emulator, dem würde man einfach eine Datei geben und er würde automatisch die Architektur wissen, würde die CPU kennen, das Betriebssystem und wüsste, wie man das booten muss und wie man die ganzen Dateien lädt. Aber soweit wir wissen, gibt es sowas nicht, zumindest nicht öffentlich. Dann gibt es generische Systememulatoren, zum Beispiel QEMU. Und da gibt es zwei Optionen. Man kann es benutzen mit der Original-Firmware und dem Original-Kernel oder mit der Original-Firmware und einem generischen Kernel. Aber das Problem ist, dass die meiste Firmware nicht mit einem Kernel-Update kommt. Das meiste ist einfach Kernel 2.6 von vor 10 Jahren. Das heißt, die Kernel-Updates gibt es nicht häufig und schon gar nicht in Firmware-Updates. Deswegen muss man es entweder mit JTAG extrahieren oder mit einem manuellen Prozess, der wieder nicht skaliert. Und in diesem Fall der generische Ansatz mit generischen Optionen, der wäre eine bessere Idee. Und dann gibt es andere Optionen. Zum Beispiel kann man die Anwendung, die man testen will, nehmen und sie aber nicht in einem Emulator testen, sondern in einer Testumgebung, die sich von der emulierten Umgebung entscheidet. Und das funktioniert sehr gut für interpretierte Sprachen, zum Beispiel PHP oder Perl, wo es eine Virtualisierungsumgebung gibt, die man dann nachschlagen kann, ohne dass man den ganzen QEMU-Krempel braucht. Und wir mussten ein paar Entscheidungen treffen. Den perfekten Emulator gibt es nicht, den können wir also nicht benutzen. Die meiste Firmware enthält keine Kernels, das heißt, das können wir auch nicht benutzen. Und das hier war zu experimentell, also das steht im Paper, aber ich werde euch hier nicht damit langweilen, aber ihr könnt es gerne selber nachschlagen. Das heißt, wir haben diese zwei Ansätze benutzt, also die Original-Firmware mit einem generischen Kernel und in dem Fall, wo man den größten Teil wegwerfen kann und einfach nur den PHP oder Perl-Teil benutzen kann und dann in eine x86-Testumgebung werfen kann und unter Apache laufen lassen kann, dann haben wir das gemacht. Die Idee ist, dass ihr QEMU habt, das läuft in einem normalen Gerät oder in einer virtuellen Maschine, in unserem Fall in einer VM. Das machen wir unter Debian, das sind technische Details, und dann sehen wir, dann haben wir den chroot. Das ist die Prozedur, in der ihr das Wurzeldateisystem
von dem Dateisystem, unter dem ihr arbeitet, ändert. Und ihr könnt QEMU sagen, von jetzt an ist die Wurzel unserer Firmware-Dateien unsere Wurzel Dateiknoten. Und so kann man relativ leicht emulieren. Es gibt auch hier wieder Fallstricke, aber für die meiste Firmware funktioniert das sehr gut. Und weil man in einer ch-root-Umgebung ist, dann kann man einfach das normale Linux verwenden und es laufen lassen. Natürlich wird manches auf ein Fehlschlagen, weil an QEMU kein Gerät hängt, weil man ein paar Plugins schreiben muss, damit man den Flash-Speicher emulieren kann, den Serial-Port, Ethernet. Zum Glück ist die Netzwerkschnittstelle in QEMU relativ gut gemacht, aber für andere Sachen muss man häufig eine gute Plugin-Bibliothek schreiben, die für die meisten Geräte funktionieren würde. Und sobald man das hat, kann man diese Probleme umgehen. Und dann startest du einen Webserver, das ist zum Beispiel LightHTTPD oder was auch immer. Es kann aber auch eine alleinstehende Binärdatei sein. Und dann bist du nur in diesem Webserver-Teil interessiert. Und dann nehmen wir einfach nur Arachne, SAP, W3AF, Pentesting-Werkzeuge. Wir haben den CP-Dump genommen, um rausfinden zu können, welche Eingaben einen bestimmten Crash triggern oder eine bestimmte Command-Injection, eine bestimmte Schwachstelle. Man kann Nmap oder Metasploit und so weiter verwenden und dein komplettes Werkzeugarsenal darauf feuern und rausfinden, was funktioniert. Und in unserem Fall haben wir die Web-Schnittstelle genommen und deswegen haben wir diese Werkzeuge genommen. Und als Ergebnis hatten wir ungefähr 225 hochkritische Schwachstellen, zum Beispiel Command Injection, Cross-Site Scripting und CSRF. Und diese Schwachstellen betreffen 25% der Hersteller. Aber dieses Framework haben wir nicht entwickelt, um alle Schwachstellen zu finden. Aber wenn man dieses Framework hat, dann kann man die niedrig hängenden Früchte sehr, sehr schnell finden. Und als Hersteller auf einmal ein Zehntel seiner Schwachstellen zu finden oder als Pentester will man diese Sachen schnell finden. Man will ja nicht seine ganze Zeit damit verbringen, die Sachen von Hand zu suchen, sondern du kannst es einfach über Nacht laufen lassen und am nächsten Morgen hast du 225 Schwachstellen gefunden. Okay, so ich habe euch einen Teil dieser Demo schon gezeigt. Also das ist diese Brickcom-Kamera. Man kann damit ein paar Sachen rumspielen, aber ich wollte euch zeigen, wie der Prozess aussieht, wo man mit der Firmware anfängt und zur Korrelation kommt und dann die interessanten Dinge findet. Wenn ihr also die Analyse dieser Dateien gemacht habt, dann könnt ihr die nach Strings korrelieren und werdet sehen, dass manche der Firmwares, insbesondere HP, dass sie Firmware aus dem Internet wieder rausgeholt haben, die diesen Fehler enthalten haben. Also ich konnte den Backdoor-Kanal nicht öffnen. Das hört sich nicht spaßig an. Also, wenn ihr nach Schlüsselwörtern sucht, dann werdet ihr überrascht sein, wie viele davon zum Beispiel das Keyword Backdoor enthalten. Also manche davon findet man dann tatsächlich echte Hintertüren, indem ihr einfach nach dem Wort Backdoor sucht. Also, sie wissen aber, dass das ziemlich offensichtlich ist. Wenn ihr die Geschichte von Juniper kennt, dann haben sie Kryptogramme benutzt. Aber wenn ihr diese Art von Kryptogrammen habt, dann könnt ihr auch nach diesen Kryptogrammen suchen und dann findet ihr hier diese Firmware und seht diese Details und von da aus weitermachen. Ihr könnt auch
nach bestimmten Schlüsseln suchen, ob die in dieser oder jener Firmware enthalten sind, aber damit ihr diese Fuzzy Hash-Sache versteht, wie ich euch schon auf den Folien gezeigt habe, irgendwo hier. Okay, so this is the fuzzy hash where I mentioned the das ist der Fuzzy Hash, wo ich mit SD-Karten und der Dateikorrelation gesprochen habe. I'll keep it shorter. We know this file wir wissen, dass diese Datei verwundbar ist auf einer dieser SD-Karten. Das war ein sehr bekannter Blogpost. Und wir können nach einem Fuzzy Hash suchen und finden raus, dass diese Datei in diesen Firmwaren enthalten ist. Einigen davon. Es ist jetzt nichts Besonderes, weil die einfach inkrementelle Version derselben Gerätefirmware ist. Und wir sehen, dass die Ähnlichkeit 100% ist. Das heißt, diese Datei hat sich in den Versionen nicht geändert. Aber das Interessante ist, dass manche dieser Einträge, dass sich in manchen dieser Einträgen der Hersteller geändert hat. Und das kann man leicht einstellen, dass man einfach, wenn eine Datei gleich bei unterschiedlichen Herstellern ist, dann weißt du, dass irgendwas merkwürdig ist. Dann muss der andere Hersteller auch verwundbar sein. Und die Ähnlichkeit ist nicht 100%, sondern 46. Das liegt daran, dass diese Hersteller ihre White Labels oder ihre Entwicklungskits nehmen und dann einfach ihr eigenes Logo drauf tun oder ihren eigenen Copyright-Text. Also es gibt ändern sich die Dateien, aber die Kernfunktionalität ist die gleiche. Also die ändern einfach nur ihr Copyright, aber der Webserver zum Beispiel ist derselbe. Also ist die Ähnlichkeit nicht 100%, aber ist immer noch da. Also das hier ist zum Beispiel PQIR. Und das ist Version 1.46, aber soweit man dieses Wissen hat, dass diese Datei verwundbar ist und zwei Hersteller hat, dann kann man einfach beide davon emulieren und schauen, ob sie verwundbar sind. Und in einem Fall seht ihr, es ist dieselbe IP, es ist dieselbe virtuelle Maschine, es ist Transcend Wi-Fi SD. Ich kann das so killen. Und ich mache hier wieder eine andere Klammer auf, aber wenn man diese Emulation hat, dann kann man sehr schnell Bugs finden, wie zum Beispiel unberechtigten Zugriff. Also hier fragt es mich nach einem Passwort, aber wenn ich auf diese Unterseite gehe, dann sagt es, oh ja, hallo. Also das ist wirklich nicht sehr, sehr, sehr klug. Also man kann diese Verwundbarkeiten leicht finden und das generiert ja jede Minute eine Verwundbarkeit. Also wir können uns einloggen. Manchmal sind die Interfaces kaputt. Also ihr seht zum Beispiel, hier ist keine MAC-Adresse, weil es irgendwelchen internen Code aufruft, der ein QEMU nicht unterstützt und dafür müsste man ein Plugin schreiben. Aber die Idee ist, dass man immer noch Verwundbarkeiten finden kann. Zum Beispiel, wenn ihr, hier ist der Arachne-Name. Das liegt daran, dass jetzt Arachne diese Maschine pentestet. Okay, so it used to pentest. Also es hat einfach einen Pentest ausgeführt auf dieser Maschine und jetzt will ich es noch schnell von Hand ändern. Also man sieht, wenn man jetzt den Emulator verwendet, muss man nicht dieses 40, 50 Euro Gerät kaufen. Und wir haben jetzt dieselbe Command Injection gefunden und automatisch assoziiert ist es einfach viel leichter zu finden, sowas. Das ist jetzt der PQIR. Und wir gehen jetzt auf das Wi-Fi Setup. Wir versuchen jetzt einfach mal dasselbe zu machen. Also es ist im Prinzip dieselbe Seite im Hintergrund. Der Output schaut einfach ein bisschen anders aus.
Deswegen ist auch die Ähnlichkeit nicht 100%. Aber wenn man sich jetzt die Quellen anschaut, man sieht hier, da ist dieses K-Card, es ist überall im Code zu finden und da sieht man schon, wie ähnlich das ist. Und man sieht, das ist im Prinzip dasselbe. Also man sieht, man hat quasi dieselbe Schwachstelle in verschiedenen Herstellern gefunden. Ziemlich einfach. Einfach nur das Toolset anstoßen und am Schluss hat es alles für dich erledigt und du kannst es danach einfach verwenden. So, basically, that's the idea. Das ist im Prinzip schon alles. Deswegen möchte ich jetzt auch abschließen. Dann haben wir noch ein paar Minuten zum Fragen stellen. Aber ich sage euch, es gibt einen Haufen Schwachstellen in Embedded Devices, die noch darauf warten, gefunden zu werden. Und im Prinzip, wir sehen immer wieder, dass, wenn sie ein Update machen, dann, dass sie 10 Jahre alte Busybox- und Linux-Kernel-Versionen ausliefern. Firmware-Sicherheitsanalyse ist echt wichtig, weil wir sehen jeden Tag Probleme mit, wenn zum Beispiel ein Juniper-Backdoor-Problem bekannt wird, dann stürzen sich sofort alle drauf und analysieren das auch. Und wir sind uns eigentlich einig, dass es total wichtig ist, die Firmware zu analysieren, aber man muss es deutlich weiter sehen. Einfach, weil dieselbe Schwachstelle oft nicht nur bei einem bei einem Hersteller zu finden ist, sondern wir finden dies dann auch bei vielen anderen und dann ist dass es zum Beispiel dann einfach nicht nur Juniper OS ist, das betroffen ist durch eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle, sondern auch andere. Aber klar, es sind natürlich viele nicht-triviale Schritte dabei und diese Probleme muss man lösen. Manchmal haben wir ein bisschen abgekürzt und haben sicher nicht 100% Resultate gehabt, dass wir alles gefunden haben, aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und wir sehen, dass für viele Hersteller, vor allem die No-Name-Produkte, also die großen Hersteller, die diese No-Name-Produkte kaufen und dann ihr Label draufpacken, einfach Sicherheit überhaupt keine Priorität ist, weil die Zeit, es zu entwickeln und die Kosten für sie das Wichtigste ist und deswegen ignorieren sie die Sicherheit völlig. Also das hier sind meine Quellen. Bitte lest sie, teilt sie, zitiert sie oder gibt mir Feedback oder stellt mir Fragen, Rat, Ideen. Ich freue mich über Feedback. Ich bleibe auch noch eine Weile hier oder benutzt meine E-Mail. Ich möchte jetzt noch meinen Kollegen danken, mit denen ich Teile dieser Forschung gemacht habe. Jonas Sadach, Aurelion. Danke. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt. Danke. Thanks for the great talk and we're taking questions. Danke für den großartigen Vortrag und wir haben jetzt noch 10 Minuten für Fragen, aber wenn ihr wirklich gehen müsst, dann macht das bitte so leise wie möglich. Also geht einfach zu einem der Mikrofone, links oder rechts, und stellt eure Fragen. Wir starten bei dem Mikrofon zu meiner Rechten, bitte. Hi. Thank you for the great... Danke für den tollen Vortrag. Ich habe mich gefragt, weil ihr die Geräte nicht immer kauft und die Exploits nicht immer auf den Geräten selber testet, ob ihr Probleme dabei habt, die Hersteller dazu zu bringen, dass sie diese Verwundbarkeiten anerkennen, die nicht auf dem echten Gerät getestet wurden. Die Tatsache, dass wir nicht immer die Geräte kaufen und auf den echten Geräten testen,
and address those vulnerabilities with. Yeah. So actually, the talk today, the plan was to drop some 0 days. Also die Idee war, dass man eigentlich ein paar Zero-Day-Attacken auf Routern finden. Und die Hersteller haben dann auch wirklich angefangen zuzuhören. Und deswegen können wir die jetzt noch nicht veröffentlichen. Also ja, die Hersteller fangen wirklich an und schauen sich die Ergebnisse an. Auch wenn wir nicht auf den echten Geräten getestet haben. Wir geben ihnen möglichst viele Details, wie wir das gefunden haben und was für Inputs wir gegeben haben, um das auszulösen und was unsere Methodik dafür ist, um das zu finden. Wir versuchen, das Verantwortung zu zeigen und das vernünftig zu reporten. Also ja, um es zu bestätigen, die Hersteller schauen sich das wirklich an und zumindest in unserem Fall ist es gut. So haben sie keine Zero-Day-Attacken und sie haben Zeit, das noch zu lösen. Glückwunsch zu dem tollen Vortrag. Wann hast du QEMU-Geräte geschrieben und willst du sie öffentlich machen? Gute Frage. Ich bin kein besonders QEMU-affiner Typ, aber mein Kollege, Mr. Sadach, der ist ein QEMU-Experte und der arbeitet an binärdynamischer Analyse. Und er schreibt diese Plugins, um das zu mappen. Ich würde dir empfehlen, nimm doch mal Kontakt mit dem auf und wenn du Fragen oder Vorschläge hast. In unserer Methodik haben wir im Prinzip das Standard QEMU verwendet, aber wenn man so eine Bibliothek an Geräten für die Devices zu haben, dann ist es total simpel, die da mit reinzupacken und dann noch mehr Angriffsfläche zu finden. From the internet. Yes. So JNX asks, das Internet fragt, sind alle Features, die du gezeigt hast, in Firmware vorhanden und ist die Open Source, ist der Quelltext zum Herunterladen da? Die ganzen Firmware-Dateien sind. Viel der Metadaten und der Firmware, viele Teile der Firmware können wir mit anderen Leuten teilen, aber wegen Copyright können wir nicht einfach die Firmware selber weiterverbreiten. Aber wenn wir das irgendwie auf eine Seite packen würden, dann würden wir das illegal weiterverbreiten und das darf ich natürlich nicht. Und das ist ein bisschen tricky, aber wenn jemand einen spezifischen Test auf Daten, die wir haben, laufen lassen will, dann schreibt uns doch einfach eine Mail und dann können wir euch vielleicht Zugriff drauf geben oder ihr schickt uns ein Skript und wir führen es aus. Und okay, das war jetzt die erste Frage. Und die zweite ist, das Projekt war nicht so gedacht als Open Source. Wir wollen das eher als Service laufen lassen. So, dass wir der Community so viel zurückgeben können an Informationen, wie wir können, aber auf derselben Zeit selber noch Änderungen dran machen können. Und das ist auch nicht wahnsinnig schwierig. Wir beschreiben das alles in dem Paper. Es ist im Prinzip nur Jobverteilung und wir geben auch mal Commits an irgendwie verschiedene Projekte, die wir verwenden, also Binary Toolkits oder so weiter. Und ja, wir sind mit der Open Source Community verbandelt, aber. Danke für den tollen Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Und die erste kurze Frage ist, wie lange braucht ihr für die dynamische Analyse der Firmware? Um Schwachstellen zu finden. Um das zu emulieren. Ja, wir müssen da schon irgendwie gewisse Maßnahmen der Vorsicht zu ergreifen, einfach um sicherzustellen, dass das Setup einigermaßen funktioniert und
wir können keine konsistente Zeit sicherstellen, wenn das in QEMU läuft, weil die Hardware ist ja auch verschiedene, die wir emulieren. Aber im Allgemeinen kann man sagen, die Zeit bis von QEMU Start bis das oben ist, bis zu 5 Minuten, kommt darauf an, was es laden muss und ob es alle Geräte hat und ob dabei sich Fehler ergeben. Und für das Pentesting, da kommt es ein bisschen drauf an, was für dynamische Analyse man laufen lassen möchte. Also XSS, CSRF, Command Injection oder so, diese Module bei Arachne, die brauchen schon ein bisschen länger, wenn man sie laufen lässt. Also die machen schon so 10.000, 20.000 verschiedene Inputs pro Klasse. Das braucht schon eine halbe Stunde, Stunde oder so, um das zu testen. Wait, I think we should take the ones waiting over there for a long time. So. Okay, first of all, thank you for the beautiful talk. Danke für den tollen Vortrag. Ich habe eine von meinen vielen Fragen ausgewählt, die dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie würdest du den Firmware-Teil skalieren? Denn von einem der Folien habe ich den Eindruck erhalten, dass deine momentane Stichprobe 2000 Firmware-Images sind. Aber wie willst du die ganze Firmware von anderen Browsern Seiten laden und bearbeiten? Also die sind ja nicht öffentlich, das heißt, es sieht so aus, als müsste man danach googeln und das dann von Hand runterladen. Und wie groß ist überhaupt deine Stichprobe gerade? Unsere Stichprobe im Moment hat, also das Sample, das wir für die erste Untersuchung verwendet haben, waren so 170.000 verschiedene Images, die wir angeschaut haben. Die haben wir mit Google Suchen und FTP Spider runtergeladen und davon haben wir dann irgendwie einfach erstmal ein Seed genommen, irgendwie eine kleine Anzahl an Herstellern und sind von da aus dann weitergegangen. Und am Schluss waren es dann wirklich 170.000 Firmware-Files. Und dann haben wir die statische Analyse auf ungefähr 30.000 ausgepackten Dateien durchgeführt. Und das lag einfach nur an akademischen Gründen. Wir hatten einfach nicht die Zeit. Und dann haben wir die statische und dynamische Analyse drüber laufen lassen wollen. Aber es hat relativ lange gedauert, weil das Pen-Testing, das dauert doch etwas und wir haben dann einfach das nur auf 2000 laufen lassen. Das ist so, wie sich die Samplegrößen auf die verschiedenen Stages aufteilen. Denn natürlich gibt es immer irgendwie Dateien irgendwie hinter, also die man nur als Kunde runterladen kann, die quasi hinter einer Passwortabfrage gesichert sind. Und wir überlegen uns, dass wir auch in Zukunft Machine Learning drauflaufen lassen, um nicht nur die Dateien zu verwenden, die wir haben, sondern auch die man so noch finden kann. Und das waren ungefähr 10 GB Daten in diesen 2000, die wir angeschaut haben, also ungefähr 10 MB pro Datei. Danke, leider haben wir keine Zeit mehr, deswegen können wir keine weiteren Fragen annehmen.